Aber heute Abend werde ich in der ersten Hälfte nochmal drüber reden, was in den letzten Vorträgen da war. Und dann werde ich ein neues Thema beginnen. Also, das Thema, das ganze Thema für diese Retreat ist der Spiralpfad. Und das ist eine Formulierung, eine von vielen Formulierungen, die der Buddha gegeben hat, wie man sich spirituell weiterentwickeln kann, wie man zur Erleuchtung kommen kann. Ich möchte dann erst noch etwas sagen über, was Buddhismus denn eigentlich ist. Buddhismus ist eigentlich ein Wort, was eher aus dem Westen kommt, aus der westlichen Kultur. Im Osten redet man über der Dharma, die Lehre des Buddha. Also Dharma ist das, was der Buddha gelehrt hat. Und da gibt es eigentlich drei wichtige Aspekte in diesem Dharma. Erstmal ist der Dharma die Kommunikation der Erfahrung des Buddha selbst. Also der Buddha hat, seine Lehre ist nicht etwas, was er ausgedacht hat, so eine Philosophie. Es ist wirklich eine Erfahrung, die er uns kommunizieren möchte. Es ist das, was er selbst erfahren hat. Und das ist, dass es möglich ist, sich zu entwickeln, sich weiterzuentwickeln und letztendlich Erleuchtung zu erlangen. Das war seine Haupterfahrung, dass er Erleuchtung erlangt hat. Und Teil von dieser Erfahrung war auch, dass er sehen konnte, dass es etwas ist, was alle Lebewesen erreichen können. Ja, alle Lebewesen können Erleuchtung erreichen, im Prinzip. Für manche Lebewesen wird das vielleicht relativ nah sein, für viele andere Lebewesen wird das sehr weit entfernt sein, wird es ein sehr, sehr langer Weg sein. Aber letztendlich ist es für alle Wesen möglich. Und seine Lehre könnte man auch formulieren als eine Einladung an alle Lebewesen, seinen Weg zu folgen. Ja? Er hat gesagt, ich weiß, dass es möglich ist, ich habe es geschafft, und ich weiß, dass alle es schaffen kann. Und meine Lehre ist eine Einladung für alle Wesen, diesen selben Weg zu folgen und da mitzumachen. Dann drittens ist seine Lehre eine Art von Wegbeschreibung. Ja? Er hat uns einfach klar gemacht, wenn man Erleuchtung erlangen will, dann ist dies der Weg. Man macht es so und so. Man macht einen Schritt nach dem anderen und letztendlich kommt man zur Erleuchtung. Ein ganz klarer, ein ganz direkter Weg, wie man es machen muss. Kein einfacher Weg, aber jedenfalls ein klarer Weg. Also, diese Lehre umfasst sehr viele Formulierungen, weil der Buddha immer geguckt hat, wie könnte er seine Lehre am besten vermitteln. Und das war abhängig davon, mit wem er gesprochen hat, ja? Was für Temperament die Person hatte, womit er gesprochen hat, oder was für ein Hintergrund. Also er hat es auf sehr viele verschiedene Weisen formuliert. Und es gibt so einige sehr bekannte Formulierungen. Zum Beispiel der dreifältige Pfad. Ein Pfad von Ethik, Meditation und Weisheit. Es gibt der achtfältige Pfad. Ich werde nicht alle Glieder erzählen, aber eine sehr bekannte Formulierung. Es gibt die sechs Paramitas oder Vollkommenheiten. Will ich auch nicht in Einzelheiten erwähnen. Aber es gibt auch der Spiralpfad. Also, was ist der Spiralpfad? Und was bedeutet das? Der Buddha sagt, es gibt zwei Tendenzen in der Realität. Es gibt zwei Tendenzen im Leben. Erst gibt es eine zyklische Tendenz, ein zyklisches Pfad. Ein zyklischer Pfad. Das ist ein Kreisgang. Was hier passiert, ist, dass man durch seine Taten, durch seine Handlungen und Denken, geht man ständig in Kreise herum. Ja? Man hat das Gefühl, dass man vielleicht Fortschritte macht, aber das passiert nicht wirklich. Man kommt immer wieder auf die gleiche Erfahrung zurück. Und das ist ein ganz schmerzhaftes Prozess. Es ist ein Prozess, wobei man keine Fortschritte macht, wo man immer wieder in Konflikt kommt mit der Realität, weil die Erwartungen, die man an der Realität hat, nicht mit dieser Realität übereinstimmen. Und es ist auch ein Pfad oder ein Kreisgang, wo man nicht lernt, weil man nicht wirklich wahrnimmt, dass man immer wieder auf den gleichen Punkt zurückkommt. Ja? Also man lernt nicht von den eigenen Erfahrungen. Dann sagt der Buddha, es gibt eine zweite Tendenz und die ist spiralförmig. Und ein Spiral ist eine bestimmte Art von Kreis, es ist etwas, was rumgeht, ja? Aber gleichzeitig Fortschritt macht. Also mit jedem Kreisgang gibt es auch einen Fortschritt, kommen einen Schritt weiter, kommen einen Schritt höher. Ich habe das hier auf dem Papier nochmal gezeichnet. Also in diesem Weg machen wir ähnliche Erfahrungen, ja, ähnliche Situationen kommen zurück, aber jedes Mal, dass wir wieder auf einen Punkt zurückkommen, das ähnlich ist, sind wir einen Schritt weiter gekommen. Haben wir Fortschritt gemacht? Sind wir klarer geworden, bewusster geworden?
positiver geworden. Also das ist ein Weg der Entwicklung, ein Weg der geistigen, spirituellen Entwicklung. Dieser zyklische Kreisgang, die ich erwähnt habe, die kommt zustande, weil wir aus drei Motivationen handeln, die negativ sind. Das sind Gier, Hass und Verblendung. Ja? Es ist unsere Gier, unsere Begierde, dass wir Sachen haben wollen, unser Hass, dass wir Sachen ablehnen, die wir nicht haben wollen, und unsere Verblendung für was wirklich ist, die dazu führt, dass wir ständig wieder in die gleichen Kreisen rumgehen, ja? Ständig wieder in den gleichen Gleisen gehen sozusagen. Dagegen auf den spiralförmigen Pfad gibt es drei andere Charakteristiken. Da gibt es Großzügigkeit, also das Gegenteil von Gier. Es gibt Liebe, vor allem Metta, als Gegenteil von Hass. Und es gibt Weisheit, als Gegenteil von Verblendung. Und diese drei Eigenschaften, Charakteristiken, die sorgen dafür, dass man mit jedem Kreisgang sozusagen Fortschritt macht, dass man lernt, dass man klarer und bewusster wird, dass man weiterkommt. Also der Spiralpfad ist wie eine Wendeltreppe. Man geht auf diese Treppe hoch und solange man sich bemüht, auf die Treppe zu bleiben und solange man vorwärts geht, kommt man höher. Wenn diese zwei Bedingungen erfüllt sind, ich bleibe auf die Treppe, komme nicht ab und ich gehe vorwärts, dann komme ich höher. Ja? Ist keine andere Möglichkeit. Also dies ist eine Art von bedingtem Entstehen. Wenn wir die Bedingungen erfüllen, kommen wir immer einen Schritt weiter. Und der Buddha empfiehlt uns, diese Spiralpfad zu folgen. Ja? Diesen Weg zu folgen, durch unsere Bemühung auf diesem Weg zu bleiben und ständig vorwärts zu gehen. Und er garantiert uns, dass wir dann weiterkommen und letztendlich Erleuchtung erlangen. Also in dieser Reihe von 6 Vorträgen werde ich versuchen, diese Spiralpfad sozusagen Schritt für Schritt klar zu machen, wie der Buddha das gesehen hat und wie wir das auch in unserer eigenen Erfahrung nachvollziehen können. Dieser Pfad fängt an in unserer eigenen Erfahrung. Ja? Buddhismus ist hat sehr stark mit Erfahrung zu tun. Es ist nicht etwas, was man sich ausdenkt, es ist etwas, was man erfährt. Und es fängt mit unserer eigenen Erfahrung an. Unsere Erfahrung in diesem Augenblick. Und was ist diese Erfahrung? Wenn wir sozusagen ein normales, weltliches Leben führen, was die meisten Leute führen, dann haben wir eigentlich unterschiedliche Arten von Erfahrungen. Wir haben unangenehme Erfahrungen, angenehme und neutrale Erfahrungen. Die unangenehmen Erfahrungen sind Sachen wie die Tatsache, dass wir mal alt werden, die Tatsache, dass wir mal krank werden, mal sterben müssen. Ja. Der Buddha sagt, eigentlich ist auch Geburt schon schwierig, ist schon schmerzhaft. Eine unangenehme Erfahrung. Ja. Hunger und Durst, Kälte und Hitze, Verletzung. Das sind mehr körperliche Sachen. Aber es gibt auch geistige unangenehme Erfahrungen, sowie Verlust oder Trennung. Ja. Wenn jemand stirbt oder wenn eine Beziehung auseinandergeht. Oder was auch schmerzhaft sein kann, ist das Zusammensein mit Menschen, die wir schwierig finden, mit denen wir nicht gerne zusammen sein wollen. Ja? Wenn wir einen Chef haben, der uns nicht gefällt und wir müssen doch damit arbeiten zum Beispiel. Also es gibt unangenehme Erfahrungen. Der Buddha sagt, es gibt auch angenehme Erfahrungen. Ja? Gleich so, auch eine ganze Menge. Ja, es gibt Sinnesgenüsse, ja? Das Essen, was uns gut schmeckt, schöne Musik, die wir uns anhören, ja? Ein schöner Sonnenuntergang, den wir sehen, ein schöner Spaziergang, den wir machen. Ja, Freundschaft ist eine angenehme Erfahrung, geliebt zu werden, ja, oder gelobt zu werden. Also es gibt eine ganze Menge angenehme Erfahrungen. Aber, sagt der Buddha dann, letztendlich ist es nicht möglich, dass diese angenehmen Erfahrungen uns befriedigen können. Ja. Die geben uns vielleicht in dem Augenblick ein sehr schönes Gefühl, ein Gefühl von Befriedigung, aber langfristig sind sie nicht imstande, uns wirklich völlig zu befriedigen. Und der Grund dafür ist, dass diese Erfahrungen nicht dauerhaft sind. Ja? Also alle angenehmen Erfahrungen kommen früher oder später zu einem Ende. Und unsere tiefste innere Bedürfnis ist, ein Glück zu finden, was dauerhaft ist, ja? Was nicht unzuverlässig ist, ja? Worauf wir wirklich bauen können. Das ist, was wir wirklich wollen. Aber wir merken in unserem Leben, dass es ständig ja, Sachen gibt, wovon wir erwarten, dass es uns Glück geben wird. Und dann merken wir, dass die Realität doch anders ist. Ja? Dass es nicht dauert oder dass es doch anders ist, als wir erwartet haben. Oft denken wir, wenn nur das und das so sein würde, dann würde ich wirklich glücklich sein. Ja? Wenn nur diese Bedingungen erfüllt sind,
wenn ich nur diese Beziehung habe, oder wenn ich nur diesen Job kriege, oder wenn ich nur diese Ausbildung kriege, dann habe ich das gefunden, was ich haben will, und dann werde ich glücklich sein. Und oft merken wir, dass es uns nicht gelingt, oder wenn es uns gelingt, dass dann eigentlich ziemlich schnell ein Zustand eintritt, wo es uns nicht mehr befriedigt. Ja, wo wir denken, ja, aber das will ich eigentlich doch auch noch. Ja. Wenn ich das dann auch noch habe, ja, dann werde ich glücklich sein. Und so geht es weiter, Schritt für Schritt. Also es ist extrem schwierig, wirklich zufrieden zu sein. Und der Buddha sagt, ja, alles, was vergänglich ist, ist nicht imstande, die tiefsten Wünsche in uns, ja, die wirklich wesentlichsten Wünsche in uns zu erfüllen. Ja. Und die wesentlichsten Wünsche sind letztendlich von einer geistigen Art, von einer spirituellen Art. Der Buddha sagt, okay, äußere Bedingungen können uns vielleicht eine gute Erfahrung geben, aber sie können uns nicht glücklich machen. Die wirkliche, was uns wirklich nur glücklich machen kann, ist, wenn wir in uns selbst glücklich sind. Ja, wenn wir uns so weit entwickeln können, dass wir völlig unabhängig werden von äußeren Sachen. Dass das Glück in uns wirklich von uns in uns selbst ist. Ja, dann formulierte Buddha auch noch eine Ursache für diese Situation. Er sagt, es ist nicht zufälligerweise so, dass solche Erfahrungen nicht befriedigen können. Es gibt da eine Ursache dafür. Und die Ursache, sagt er, ist nicht in der äußeren Welt, ja, ist nicht in den Bedingungen, worunter wir leben. Die Ursache ist in unserem eigenen Geist. Ja. Er sagt, in unserem Geist gibt es Gier. Und diese Gier, diese Begierde sorgt dafür, dass wir ständig etwas haben wollen. Und wenn wir das nicht haben, sind wir unbefriedigt. Wenn wir es vielleicht kriegen, dann kommt eine andere Gier. Statt der ursprüngliche Gier, dann wollen wir wieder etwas anderes haben. So ständig sind wir in einer Situation, dass neue Begierde aufkommt und wir keine Erfüllung kriegen. Also die einzige Weise, um das Problem zu lösen, ist zu lernen, Gier abzubauen, ja, Begierde abzubauen und Zufriedenheit zu entwickeln. Und sagt der Buddha, wenn wir diese Situation akzeptieren können, ja, wenn wir akzeptieren können, dass das Leben letztendlich, wenn man sehr gut guckt, dass es nicht befriedigen kann und dass die Ursache dafür in unserem eigenen Geist ist, wenn wir das akzeptieren können und sehen können, dann sind wir reif für die nächste Stufe in dem Spiralpfad. Und die nächste Stufe ist Shraddha oder Vertrauen. Was passiert, wenn wir akzeptiert haben, dass das Leben, so wie wir das normalerweise leben, letztendlich nicht befriedigen kann, wenn wir etwas mehr wollen? Wir gehen auf die Suche. Ja, wir versuchen, das zu finden, was das ist, was mehr sein könnte. Ja, wir versuchen, ein Alternativ zu finden, eine Alternative. Und vielleicht probieren wir viele Sachen aus, aber früher oder später werden wir dann in Kontakt mit etwas kommen, wo wir das Gefühl haben, ja, das ist wirklich etwas, was mich vielleicht weiterhelfen kann. Das ist das, was ich gesucht habe. Das ist etwas, was eine Qualität hat, die mir vielleicht dazu bringen kann, dieses Glück in mir selbst zu finden und nicht mehr abhängig zu sein von Bedingungen. Also wenn wir so eine Begegnung haben mit etwas, was das Spirituelle in uns sozusagen, unser eigenes spirituelles Potenzial anspricht, wenn wir das begegnen, dann springt eine Funke von uns selbst zu dem, was wir begegnen, oder von dem, was wir begegnen, zu uns. Ja? Wir machen eine Verbindung, wir machen einen Kontakt damit. Und was dann entsteht, ist Vertrauen. Ja? Entsteht ein Vertrauen drin, dass wir das gefunden haben, was wir gesucht haben. Also wenn das spirituelle Potenzial in uns in Kontakt kommt mit einem spirituellen Ideal, dann entsteht Vertrauen. Und dieses Vertrauen hat so mehrere Aspekte, mehrere Qualitäten. Erst ist es mal eine Art von intuitives Vertrauen. Ja? Intuitiv spüren wir, dass das, was wir gefunden haben, dass das richtig ist. Wir können das nicht genau begründen, erstmal. Ja. Wir wissen vielleicht noch zu wenig davon. Wir haben das alles noch nicht so klar im Kopf. Aber intuitiv wissen wir, ah, da ist was, dass das richtig ist, dass das gut ist. Aber dabei soll es nicht bleiben. Wir müssen auch wirklich untersuchen, ob das, was wir gefunden haben, auch das ist, was wir brauchen. Ja. Also dann fängt ein Erforschungsprozess an. Ja. Und mit unserem eigenen Intellekt versuchen wir zu verstehen, was es eigentlich ist, was wir gefunden haben. Wir versuchen, also wenn wir zum Beispiel zum ersten Mal über Buddhismus gehört haben, und das hat uns wirklich angesprochen, versuchen wir herauszufinden, was das dann eigentlich ist. Also wir fangen an, ein Buch zu lesen über Buddhismus oder eine Biografie über den Buddha. Und wir versuchen wirklich zu verstehen, was der Buddha dann gelehrt hat.
Also intellektuell versuchen wir Zugang zu kriegen zu dem, was wir erstmal intuitiv als richtig gesehen haben. Und wenn es uns dann allmählich klar wird, dass, ja, das ist wirklich, was ich gesucht habe, dann entsteht auch eine emotionale Offenheit, ja, emotionales Vertrauen. Wir öffnen unseren Herz dafür, ja. Wir wissen jetzt, ja, das ist, was ich gefunden habe, und jetzt lasse ich es mehr und mehr zu. Ich lasse neue Ideen zu. Ich lasse neue Emotionen zu. Ja, ich fange mich an, mit den Praktiken zu beschäftigen, die diese Lehre, mich bietet. Und was dann auch passiert, ist, dass, wenn ich anfange, mehr und mehr in diese Richtung zu tun, wenn ich anfange zu meditieren zum Beispiel, oder versuche mehr ethisch zu sein, dann merke ich, das hat einen Effekt auf mich, ja. Und diesen Effekt überprüfe ich auch und sage, ist das Effekt wirklich, was der Buddha gemeint hat? Ist das wirklich, was ich will, ja? Also man überprüft ständig das, was man gefunden hat und das, was man angefangen hat zu praktizieren. Weil man will absolut sicher sein, dass man auf dem richtigen Weg ist. Und dieses Überprüfen ist ein sehr wichtiger Aspekt, auch vom Lehre des Buddha. Der Buddha hat immer gesagt, glaube nicht, was ich sage, aber überprüfe es. Ja, überprüfe es, indem du es praktizierst, und dann überprüfst du, ob die Effekte, die es hat, wirklich die Effekte sind, die ich erwähnt habe und die du suchst. Und in dieser Art und Weise wächst unser Vertrauen, wächst unsere Shraddha. Ja, was ist dann genau das Vertrauen? Worin ist es, dass wir Vertrauen haben? So, im Buddhismus, was man vertraut, sind die drei Kleinode. Die drei wichtigste, kostbarste Sachen, die es gibt im Buddhismus. Und das sind der Buddha, der Dharma und der Sangha. Der Buddha ist, ja, das Beispiel von, was man erlangen kann, ja, spirituell gesehen. Er hat Erleuchtung erlangt. Und er verkörpert das Ideal der Erleuchtung. Ja, Vertrauen im Buddha zu haben, ist Vertrauen zu haben, dass er auch wirklich Erleuchtung erlangt hat. Ja, und das kann man auch nicht absolut überprüfen, aber jedenfalls relativ überprüfen, indem man sich sein Leben anschaut. Was hat er mit seinem Leben gemacht? Ja, sind die Taten, die er getan hat, ist sein Verhalten, ist das etwas, was man von einer erleuchteten Person erwarten kann? Und dann Vertrauen in den Dharma, ja, das ist Vertrauen in seine Lehre. Das bedeutet, dass man wirklich vertraut, dass die Praktiken, die der Buddha gelehrt hat, und die Einsichten, die er kommuniziert hat, dass die wirklich stimmen, dass die wirklich mit der Realität übereinstimmen. Und auch das kann man überprüfen. Ja? Man praktiziert selbst und sieht, was für Effekt das hat. Und Vertrauen in dem Sangha ist ein Vertrauen in spirituelle Freunde. Ja? Menschen, die weiterentwickelt sind als wir und die uns helfen können, Fortschritt zu machen auf dem Weg. Also Shraddha ist letztendlich dieses Vertrauen in den drei Kleinoden, in den Buddha, den Dharma und den Sangha. Und wenn wir dieses Vertrauen haben, bedeutet das, dass unsere Emotionen sozusagen eine Verbindung damit gemacht haben. Und das führt uns dazu, wirklich die Lehre des Buddha zu praktizieren. Und was das im Buddhismus hat man ein Wort dafür, man nennt das Zufluchtnahme. Ja? Man nimmt Zuflucht zu dem Buddha, zu dem Dharma und zu dem Sangha. Und das bedeutet, dass man wirklich sich einsetzt, seine Lehre zu folgen, ja, den Buddha besser und besser zu verstehen und Kontakte zu machen mit dem Sangha, mit dem spirituellen Gemeinschaft, eine spirituelle Freundschaft aufzubauen. Und man praktiziert Meditation, man merkt dann auch, dass Meditation die Unterstützung braucht von einem ethischen Leben, ja, dass das, was man macht, dass das kein Leiden verursacht, eher Leiden lindert. Und was man auch praktiziert, ist Reflexion. Man denkt über Sachen nach. Man versucht darüber klar zu werden. Ja, was hat der Buddha dann gemeint? Und wie kann ich das selbst sehen? Man denkt über seine eigene Erfahrung nach. Ja, was mache ich so? Ja, wie gehe ich mit anderen Menschen um? Was mache ich mit meiner Arbeit? Bin ich da achtsam? Ja, bin ich freundlich in meinen Kontakten mit anderen Menschen? Man fängt an zu reflektieren. Auch darüber, was der Buddha gesagt hat. Was der Buddha sagt, ja, alles ist vergänglich. Was bedeutet das denn? Ja, man fängt dann darüber nachzudenken. Ja, und was passiert denn dann? Was passiert, wenn man angefangen hat, den Dharma zu praktizieren? Was passiert, ist, dass Freude entsteht. Ja, das ist die dritte Stufe auf dem Spiralpfad. Pramodia, Freude. Oder Begeisterung. Also, warum entsteht Freude? Wir haben vielleicht sehr lange gesucht, um etwas zu finden, was uns wirklich anspricht. Etwas zu finden, was eine Alternative sein könnte für das Leben, was wir bisher gemacht haben, was uns nicht
sehr befriedigt hat oder jedenfalls nicht in alle Aspekte befriedigt hat. Wir haben eine Alternative gesucht und etwas, was besser ist, schöner ist, ja, reifer ist, uns mehr anzieht. Und vielleicht haben wir es nach Jahren von Suchen haben wir das gefunden. Vielleicht haben wir viele Enttäuschungen gemacht, haben wir erstmal falsche Sachen gefunden, aber letztendlich wissen wir dann, dies ist es. Damit möchte ich weitermachen. Und dann entsteht Freude. Wir sind froh, dass wir das geschafft haben. Und nicht nur Freude, da entsteht auch Begeisterung. Ja? Je mehr wir herausfinden, je mehr wir selbst auch üben und praktizieren, desto mehr Begeisterung entsteht. Ja? Wir lernen neue Sachen kennen, die uns ja sehr interessant scheinen. Wir probieren Sachen aus. Wir fangen mehr und mehr Energie reinzubringen. Wir sind inspiriert. Ja? Inspiration und Begeisterung sind so sehr stark miteinander verbunden. Unser Leben hat mehr Sinn bekommen. Unsere Energie fließt wieder. Ja? Das Leben wird faszinierend und wir sind viel mehr engagiert, weil wir haben das gefunden, was wir gesucht haben. Und das alles ist Pramodia, Begeisterung. Was Pramodia auch ist, ist ein Gefühl von Wohlsein. Ja? Wenn wir anfangen zu meditieren, dann werden wir allmählich bewusster. Und wir fangen an zu sehen, dass bestimmte Aspekte in unserem Leben eigentlich nicht so hilfreich sind. Ja? Bestimmte Sachen, die wir machen, helfen uns eigentlich nicht, unsere Meditation zu vertiefen. Ja, bestimmte Sachen, die wir machen, sind vielleicht nicht so ethisch, bringen uns in Verwirrung, ja, machen unseren Geist unruhig. Also wir fangen dann an, so bestimmte Aspekte in unserem Leben zu ändern, so dass sie unsere Meditation mehr unterstützen. Ja, wir fangen an, regelmäßiger zu leben zum Beispiel. Wir hören vielleicht auch auf mit Rauchen und Trinken. Also wir schaffen uns bessere Bedingungen für unsere Meditation. Aber diese Bedingungen sind nicht nur besser für unsere Meditation, die sind auch besser für unser ganzes Wohlsein. Wir fühlen uns einfach besser, weil wir diese Sachen anders machen. Weil wir regelmäßiger leben, weil wir gesünder leben, weil wir mehr Sachen machen, die uns wirklich Freude machen und uns interessieren. Also, wir fühlen uns wohl. Dann ein vierter Aspekt von Pramodia ist, dass wenn wir dann letztendlich das gefunden haben, was wir gesucht haben und ein Lebensstil hinter uns lassen, die uns nicht befriedigt hat, dann entsteht ein großes Gefühl von Erleichterung. Ja? Es ist, als ob alles einfacher wird. Wir können uns endlich mal mehr entspannen. Also auch das gehört zu dieser dritten Stufe von Pramodia. Das Gefühl von Erleichterung und man fühlt sich freier, man fühlt sich offener. Und dann geht es noch immer weiter. Dann entsteht eine intensivere Freude oder Verzückung, Priti. Und diese Priti entsteht daraus, dass unser Leben konfliktarmer wird. Ja? Also wir bestehen aus vielen unterschiedlichen Teilen. Geistig, psychisch haben wir viele unterschiedliche Energien, die in unterschiedliche Richtungen gehen. Und die Tatsache, dass das so ist, bringt in uns eine ganze Menge innere Konflikte. Weil die unterschiedliche Richtungen sorgen dafür, dass es Spannung gibt. Ja? Ein Teil von uns will nach links, andere Teil von uns will nach rechts. Und dann wissen wir nicht, was wir machen. Und da gibt es immer dann Teile, die auch nicht zufrieden sind mit dem, was wir machen. Aber wenn wir anfangen zu meditieren und wir werden bewusster und wir fangen an, unsere geistige Energien mehr und mehr zusammenzubringen, dann werden diese Konflikte auch weniger. Ja? Weil die unterschiedlichen Teile lernen wir allmählich kennen und bringen wir allmählich mehr und mehr in eine Richtung. Wir integrieren uns mehr und mehr. Und das löst diese Spannungen. Das sorgt dafür, dass diese inneren Konflikte aufhören. Und wenn das passiert, dann entsteht diese intensive Freude, diese Verzückung, die wir Priti nennen. Und diese Priti erfahren wir vor allem auch körperlich. Es ist eine geistige Freude, aber es hat eine körperliche Seite, die man sehr gut spüren kann, zum Beispiel in Meditation. Und die körperliche Erfahrung, die entsteht daraus, dass sich in unserem Körper alte Verspannungen auflösen. Und die alte Verspannungen, die dann gehen, die befreien Energie. Und die Energie, die erfahren wir als Priti. Und das ist eine sehr angenehme Erfahrung. Das variiert von einem Gefühl von körperlichem Wohlsein, wo man ganz mal auch so ein Gänsehaut kriegt, bis zu ja ein Gefühl, dass man so einen kleinen elektrischen Schock kriegt, die ja, das klingt unangenehm, aber das ist sehr angenehm.
Es geht so weit, dass man Wellen von Emotionen spüren kann, die durch uns gehen. Und sogar, theoretisch jedenfalls, kann es so weit gehen, dass man in der Meditation sich von dem Boden abhebt und anfängt zu schweben. Aber so wie ich vorher gesagt habe, ich habe keine Ahnung, was das ist. Habe noch niemals ausprobiert. Ja, andere Erfahrungen, die in diese Richtung gehen können, ist, dass wir uns manchmal Sachen erinnern in der Meditation, alte Sachen, die plötzlich freikommen. Ja, das können manchmal sehr schöne Erinnerungen sein, manchmal auch schwierige Erinnerungen, die auch dazu führen können, dass wir ja anfangen zu weinen in der Meditation. Das sind alle Sachen, die passieren können. Ja, damit will ich dann eigentlich meine Zusammenfassung abschließen und zum nächsten Stadium kommen. Also wir sind dann jetzt gekommen zu intensive Freude und Verzückung. Ja. Da kann man sich fragen, ja, soll man dann weitergehen, wenn man intensive Freude hat, das reicht doch. Ne? Gibt es dann noch mehr? Ja, es gibt noch eine ganze Menge mehr. Wir sind jetzt auf Stufe 4 und es geht noch bis 12. So, heute Abend werden wir zwei Schritte weitermachen. Schritt 5 ist Beruhigung und Schritt 6 ist Glückseligkeit. Jetzt die erste Frage, die vielleicht entsteht, gibt es dann einen Unterschied zwischen Freude und Glückseligkeit? Ja, es gibt einen Unterschied. Die sind nicht das Gleiche. Freude ist eine sehr lebendige Emotion. Ja. Da sind angenehme Gefühle, da sind tolle Gedanken, da sind ja solche Sachen wie Begeisterung oder Wohlsein und Erleichterung, was ich gerade genannt habe. Da kommen so eine ganze Menge unterschiedliche Sachen zusammen, in einem geistigen Spiel zusammenkommen, das reißt uns mit, ja, die Begeisterung reißt uns mit zum Beispiel. Es ist schön und es ist voller Leben, ja, es ist voller Erlebnis. Glückseligkeit dagegen ist etwas anderes, ist etwas sehr Stilles, sehr Sanftes. Es gibt in Glückseligkeit keine große Aufregung, keine mitreißende Gedanken oder mitreißende Emotionen, nur ein stilles, sanftes und sehr intensives Gefühl von Wohlsein. Also es muss noch einiges passieren, um von Freude zu Glückseligkeit zu kommen. Ja, Freude, diese sehr lebendige Emotion, Glückseligkeit, dieses sehr still und sanftes Wohlsein. Also die Zwischenschritte, die wir da brauchen, ist Beruhigung. Und das ist sowohl körperliche Beruhigung als auch geistige Beruhigung. Ich habe gerade erwähnt, diese Priti, Verzückung, intensive Freude, hat ein sehr starkes körperliches Element, ja, ein Element von körperlicher Erregung, die sehr, sehr angenehm ist. Um zu Glückseligkeit zu kommen, muss das zur Ruhe kommen. Und wenn wir zum Beispiel in Meditation Priti erfahren und wir weitermachen mit einfach uns konzentrieren auf unser Meditationsobjekt, wird das auch passieren. Allmählich wird diese körperliche Freude sozusagen wird zur Ruhe kommen. Aber auch der Geist kommt zur Ruhe. Ja, auch die geistige Freude wird ruhiger und wird intensiver. Also die aufregenden Gedanken werden still, die mitschleppenden Emotionen, die kommen zur Ruhe und unser ganzer Geist kommt zur Ruhe. Aber die Freude wird intensiver und intensiver und transformiert sich dann allmählich in ein sehr tiefes Glücksgefühl. Und das ist Stufe 6, das ist Sukha. Das kennen wir als Sukha. Ich werde später mehr über Sukha sagen, aber jetzt erstmal mehr über Beruhigung. Prasrapti heißt das in Sanskrit. Also was ist genau diese Beruhigung? Oder was brauchen wir, um diese Beruhigung erfahren zu können? Ich habe erstmal so ein bisschen darüber geredet, dass es etwas ist, was in Meditation stattfindet. Dass in Meditation wir diese sehr starke Gefühle von Priti haben, ja, von Freude, körperlich und geistig. Und dass das dann allmählich zur Ruhe kommt. Aber das zur Ruhe kommen braucht bestimmte Bedingungen. Es hat bestimmte Voraussetzungen. Die Voraussetzung ist, dass wir in unserem Leben selbst Bedingungen haben, die geistige Ruhe stimulieren und unterstützen. Wenn unser Leben sehr unruhig ist, dann wird es auch sehr, sehr schwierig sein, in unserer Meditation Ruhe zu finden. Also Prasrapti, Beruhigung, kann nur in Meditation entstehen, wenn wir in unserem Alltag Beruhigung des Geistes üben, ja, wenn das eigentlich ein Teil von unserer Praktik wird. Also was bedeutet das?
wir müssen einfach mehr Ruhe in unserem Leben reinbringen. Und man kann da mehrere Sachen machen. Das erste, was wir machen können, ist, dass wir versuchen, unsere Aktivitäten zurückzudrehen. Viele Menschen sind von Aufstehen bis zu zum Einschlafen sind die aktiv. Viele Leute haben Kalender, das ist über Wochen ist das vollgebucht mit Aktivitäten. Ne? Zum Beispiel. Sie haben vielleicht einen Vollzeitjob, eine Familie, eine Reihe von Sozialaktivitäten, mehrere Hobbys, mehrere Freunde. Es ist schon ein kleines Wunder, wenn Sie Zeit haben für Meditation. Und ist es dann ein Wunder, dass Sie keine Ruhe in Ihrer Meditation finden? Also wenn man so ein sehr volles Leben hat, dann soll man überprüfen, ob man sein Leben nicht vereinfachen kann. Ob man nicht mehr Zeit schaffen kann für Meditation, für Reflexion, ob man mehr unstrukturierte Zeit einbauen kann, ob man nicht mehrere von diesen Aktivitäten einfach fallen lassen kann. Ist es wirklich so wichtig, all diese sozialen Aktivitäten zu haben? Ist es wirklich so wichtig, dies oder das zu machen? Sind da Sachen, die man aufgeben kann, um mehr Ruhe zu kriegen? Sangraxis da hat noch gesagt, man soll mehr und mehr von weniger und weniger machen. Und was er damit meint, ist, dass man weniger Aktivitäten intensiver macht. Ja? Unsere Neigung ist eher zu sagen, wir machen mehr Aktivitäten oberflächlich. Er dreht es um, er sagt, mach mehr, aber weniger Aktivitäten intensiver. Ich weiß aus Erfahrung, dass das extrem schwierig sein kann. Ja? Aber wenn wir unsere Meditationspraktik als Priorität haben wollen, dann muss das auch in unserem Lebensstil zum Ausdruck kommen. Das zweite, was man machen kann, ist, dass man versuchen kann, sein Leben zu vereinfachen. Viel Meditationszeit geht damit verloren, dass wir uns Sorgen machen. Wir sind in den Hindernis Besorgtheit rein. Und wir machen Sorgen über alles, wofür wir Verantwortung tragen. Ich kann mich selbst eine Phase erinnern, wo ich kaum meditieren konnte. Das war, wenn ich in Essen das Essener Zentrum umgebaut habe. Und ich hatte da eine sehr große Reihe von unterschiedlichen Verantwortungen. Ich habe da einen großen Teil von der Planung gemacht und von der Finanzverwaltung und Einkaufen und einen großen Teil von der Arbeit und Leute organisieren und alles und alles. Und in dieser Zeit war meine Meditation extrem schwierig, weil ich habe ständig in meiner Meditation mich Sorgen gemacht über alle Sachen, die ich auf die Reihe kriegen musste. Das ist vielleicht nicht immer eine schlechte Sache. Manchmal muss man einfach etwas Großes tun und dann hat man einfach mal Sorgen, was eine Zeit dauern kann, dass das so ist. Aber wenn da sehr, sehr viele unterschiedliche Sachen sind und langfristig so, dann ist es vielleicht problematisch. Und viele von diesen Verantwortungen, die haben wir gewählt. Ja, manche sind vielleicht auch notwendig, aber manche sind vielleicht auch nicht notwendig. Zum Beispiel, vielleicht wollen wir ein größeres Haus haben, deshalb brauchen wir mehr Geld und deshalb müssen wir mehr arbeiten und haben wir mehr Sorgen. Dann kann man sich fragen, braucht man das große Haus wirklich? Ja? Oder vielleicht wollen wir gerne mehr Lob und Respekt kriegen von unseren Kollegen. Ja? Also versuchen wir eine Promotion zu bekommen, die uns einen schwierigeren Job gibt, mit mehr Verantwortung, mehr Probleme, mehr Sorgen und schlechtere Meditationen. Ist das wirklich, was wir wollen? Wir wollen vielleicht ein zweites Auto kaufen, das ist eigentlich bequem, aber es bedeutet auch, man muss das Ding auch regelmäßig in der Werkstatt fahren, hat man wieder extra Sorgen und so weiter. Wenn wir mehr geistige Ruhe haben wollen, ist es notwendig, dass wir unser Leben vereinfachen, dass wir mit weniger zufrieden sind, dass wir den Sozialdruck unserer Umgebung widerstehen. Es gibt in den Vorsätzen, die wir jeden Morgen rezitieren, gibt es einen Satz, der sagt, mit Stille, Schlichtheit und Genügsamkeit läutere ich meinen Körper. Darum geht's hier, mit Stille, Schlichtheit und Genügsamkeit. Also wir versuchen, zufriedener zu sein, einfacher zu leben und dadurch bessere Bedingungen für unsere Meditation zu schaffen. Ein dritter Punkt, den man unter dieses Thema erwähnen kann, ist, dass wir versuchen, weniger Information zu verarbeiten. Wir müssen täglich sehr viel Information verarbeiten. Wir müssen auf die Arbeit Berichte lesen, ja? Wir haben Arbeitstreffen, die wir beiwohnen müssen.
Wir müssen herausfinden, wie es mit unseren Kindern geht. Wir müssen unsere Partner anhören, unsere Kollegen anhören, Werbung durchgucken, Nachrichten anhören, Zeitung lesen, Zeitschriften lesen, Fernsehen gucken, Computer spielen, Internet durchgehen und so weiter und so weiter. Also unser Geist ist von all diesen Sachen völlig überfordert. Und man soll sich wirklich fragen, welche Information man tatsächlich braucht. Wahrscheinlich ist ein Großteil von dieser Information nur unnötige geistige Belastung. Wenn man mehr innere Ruhe entwickeln will, soll man einiges aufgeben. Ja, vielleicht vor allem Sachen wie Fernsehen, ja, und Zeitschriften und Computersachen. Dann vierter Punkt. Wir können versuchen, stark aufregende Aktivitäten zu vermeiden und beruhigende Aktivitäten vorzuziehen. Ja, einige Beispiele, die ich erwähnen möchte. Ja. Man kann mal eine ruhige Nachmittag zu Hause bleiben, statt ein Fußballmatch mitzumachen. Oder einen Abend zum buddhistischen Zentrum gehen, da meditieren, statt in der Diskothek zu gehen. Oder man kann sich klassische Musik anhören, statt Techno-Rock. Oder man kann einen Besuch an einem Freund machen, statt einen Abend in der Kneipe. So einige Beispiele, wodurch man mehr Ruhe in seinem Leben reinbringt. Was auch eine Rolle spielt, ist die Vorbereitung für unsere Meditation. Ja, was machen wir in der letzten Viertelstunde, bevor wir meditieren? Lesen wir noch schnell einen Zeitungsartikel? Oder schalten wir noch mal schnell den Radio an, um die Nachrichten zu hören? Oder fangen wir eine aufregende Diskussion an mit einem Freund? Kommen wir hier in Kuhude in der letzten Minute von einem Spaziergang zurück? Ja? Was ich auch manchmal mache. Also, was wir in diesen letzten Viertelstunde machen, hat einen sehr großen Einfluss darauf, wie unsere Meditation sein wird. Wenn ich eine gute, ruhige Meditation haben will, dann muss ich mich einfach eine Viertelstunde vorher ruhig in eine Ecke setzen, mit einer Tasse Tee vielleicht. Oder vielleicht soll eine Tasse Kräutertee sein, ist noch besser, noch weniger aufregend. Ja, aber das wird mich jedenfalls mehr die Gelegenheit geben, Ruhe in meine Meditation zu finden. Wenn wir es schaffen, unsere Leben viel ruhiger einzurichten, dann werden wir merken, dass unsere Freude sich in der Meditation und auch außerhalb der Meditation sich allmählich durch Beruhigung umwandelt in Glück, ja, in Glückseligkeit. Oder viel besser kann man sagen, unsere Freude vertieft sich, ja, vertieft sich so sehr, dass wir von tiefen Glücksgefühlen überwältigt werden. Und dieses Glück ist Sukha, ja, die sechste Stufe auf dem Spiralpfad. Es ist eigentlich ganz schwierig, Glückseligkeit zu beschreiben, was das ist. Das Beste, was man machen kann, um ein Gefühl von Glückseligkeit zu bekommen, ist vielleicht, um eine gute Buddha-Figur anzuschauen. Ja, da kann man vielleicht sehen, was Glückseligkeit sein könnte. Eine wirklich gute Figur strahlt es aus in ein sehr ruhiges Gesicht und ein sehr schönes Lächeln. Da kann man vielleicht ein Gefühl dafür bekommen, wie es ist. Ja, Glückseligkeit zu erleben. Leider haben wir persönlich oft mehr Erfahrung mit unglücklichen als mit sehr glücklichen Geisteszuständen. Ein wichtiger Aspekt dieser Glückseligkeit ist, dass sie völlig unabhängig ist von äußeren Bedingungen. Und der Buddha hat selbst eine kleine Geschichte erzählt, also eine von seinen Erfahrungen erzählt, die ein bisschen darauf hinweist, was es sein kann, glückselig oder glücklich zu sein und Glücksgefühle zu haben. Er hat mal gesagt, er war in einer bestimmten Zeit, war in einem bestimmten Ort und dann gab es da einen König und hat von ihm gehört und dieser König hat dann gehört, ja, der Buddha sei der glücklichste Mensch, die es gibt. Und dann hat dieser König gesagt, das muss ich mal sehen, ja. Aber ich muss sagen, ich finde, dass ich eigentlich ganz glücklich bin. Ja? Ich habe so viel, ich habe Macht, ich habe Geld, ich habe viele Frauen, ich habe viele Pferde und Elefanten und schöne Kleider und dies und das und das. Und dann ist dieser König zu dem Buddha gegangen, hat dem Buddha gesagt, ich habe gehört, man sagt, dass du der glücklichste Mensch bist, der es gibt. Aber da habe ich große Zweifel dran. Guck mal, was ich alles habe. Und dann hat der Buddha gesagt, okay, bist du imstande, König, eine Stunde unter diesem Baum zu sitzen und völlig glücklich zu sein? Und der König sagte, ja, natürlich bin ich imstande, das zu tun. Ich kann mich hier hinsetzen und eine Stunde völlig glücklich sein. Hat der Buddha gesagt, okay, bist du imstande,
hier 6 Stunden unter diesem Baum zu sitzen. Gut, also ja, dann sagte der König, ja, 6 Stunden, das wird schon wirklich schwierig, um das zu schaffen. Und dann sagte der Buddha, wirst du imstande sein, einen Tag und eine Nacht und wieder einen Tag hier zu sitzen und völlig glücklich zu sein. Und dann sagte der König, nee, das kann ich nicht. Und dann sagte der Buddha, ich bin imstande hier 7 Tage und 7 Nächte hintereinander zu sitzen und völlig glücklich zu sein. Also ich glaube, dass ich doch glücklicher bin, als du bist. Und dann hatte der König natürlich ihm recht gegeben. Aber diese Geschichte sagt etwas darüber, wie es ist, glücklich zu sein. Man kann 7 Tage und 7 Nächte auf einem Ort sein, da sitzen, nichts tun und völlig glücklich sein. Also dieses Glück hat ein Element davon, dass man glücklich ist, ohne etwas zu wollen. Man ist eigentlich einfach da in diesem Augenblick und man will nichts und ist völlig glücklich. Na, vielleicht um diese Idee von Glück noch ein bisschen zu erweitern, einige Treffworte für Glückseligkeit. Erstmal vollkommene Zufriedenheit, nichts zu wollen. Eine innere Ganzheitlichkeit. Es gibt keine innere Trennungen, keine innere Konflikte. Man ist völlig konfliktfrei. Ein tiefes Wohlsein. Eine absolute Geistesruhe. Eine große Frieden. Selbstvertrauen. Offenheit. Mitgefühl. Ja, so einige positive Treffworte. Man kann es auch sozusagen negativ formulieren. Ja, man kann sagen, diese Glückseligkeit ist eine totale Abwesenheit von jeder Art von negativer Emotion. Es gibt kein Spur von Abneigung, kein Spur von Gier, von Ärger, ja, kein Spur von Schuldgefühlen, keine Langeweile oder welche negative Emotion man auch ausdenken kann, das gibt's nicht. Die emotionale Einstellung uns selbst und anderen Menschen gegenüber in diesem Zustand ist gekennzeichnet von Metta. Ja, die Wärme und Freundlichkeit, die wir in der Metta-Bhavana versuchen zu entwickeln. Wenn wir wirklich glücklich sind, ist Metta ganz natürlich ein Bestandteil von unserem Geist. Und es funktioniert auch umgekehrt. Wenn wir es wirklich schaffen, Metta für alle Lebewesen zu entwickeln, sind wir automatisch glücklich. Metta und Sukha gehen immer zusammen. Sukha ist ein sehr wichtiges Element in unserem spirituellen Leben. Das spirituelle Leben ist nicht immer leicht, ja, und manchmal sehr herausfordernd. Es fragt von uns, dass wir an uns selbst arbeiten, dass wir uns selbst ändern, dass wir alte Gewohnheiten aufgeben, dass wir neue und manchmal schwierige Praktiken üben. Und es würde sehr schwierig sein, das alles zu tun, wenn wir nicht wissen würden, dass wir dadurch letztendlich viel glücklicher werden. Manchmal wird gesagt, dass man im spirituellen Leben versucht, die kleineren Freuden der kurzfristigen Genüsse aufzugeben, um die größere Freude des Glücklichseins zu erreichen. Nur wenn wir tatsächlich erfahren können, dass wir auf den spirituellen Weg glücklicher werden, werden wir bereit sein, weiterzumachen, auch wenn es nicht so leicht geht. Wir brauchen deshalb immer wieder, hin und wieder, diese Art von Sukha zu spüren, diese Glücksgefühle zu spüren, ja, um weiterzumachen. Und glücklicherweise gibt es das auch. Ja, besonders wenn wir regelmäßig meditieren, dann werden wir regelmäßig solche Glückserfahrungen haben. Aber Glück ist nicht das letzte Ziel des spirituellen Lebens. Wir sind immer noch auf die Hälfte des Spiralpfades und immer noch in weltlichen, nicht transzendenten Bereichen. Alles, was wir bisher erreicht haben, sind nur weltliche Glücksgefühle. Nicht das höchste Glück der Erleuchtung. Ja, sogar noch nicht die tief befriedigende Erfahrung, die entsteht, wenn man in Kontakt mit der Wirklichkeit kommt. Aber dazu soll man erst das Vermögen entwickeln, all seine geistigen Energien zusammen und voll konzentriert zu werden. Und Konzentration oder Samadhi ist das Thema von meinem nächsten Vortrag.